Wenn ihr eure Wetterballonsonde erfolgreich geborgen habt mit hoffentlich spektakulären Videoaufnahmen aus Richtung Weltraum, wo man das Blau des Planeten und das Schwarz des Weltalls sehen kann, habt ihr ja höchstwahrscheinlich auch unseren Datenlogger mitgeschickt, um herauszufinden, wie hoch war ich denn jetzt letztendlich mit meiner Sonde? Aus welcher Höhe habe ich diese spektakulären Filmaufnahmen aufgenommen? Und um dieses Geheimnis zu lüften, hat der Datenlogger ja alle 2 Sekunden die ganzen Messwerte aufgezeichnet, auf SD-Karte abgespeichert, wie Temperatur, Luftdruck, GPS-Position und so weiter. Und dazu nehmen wir jetzt diese Datei und laden die hier hoch, per Drag and Drop beispielsweise. Und die Daten, die auf der SD-Karte sind, werden jetzt hier ausgewertet und ja, analysierbar gemacht. Und wir sehen jetzt hier oben so eine Zusammenfassung. Wir sehen, dass es die minimale Innentemperatur minus 5,5 Grad beträgt und aber die Außentemperatur in knapp 37.600 Meter Höhe, was wirklich ordentlich hoch ist, minus 50 Grad beträgt. Also wirklich sehr, sehr kalt. Und die Sonde war auch recht ordentlich unterwegs mit 155 km/h. Das ist jetzt wirklich keine Seltenheit. Teilweise erreicht man auch Geschwindigkeiten von über 200 km/h, wenn da oben die entsprechenden Jetstreams herrschen. Und diese ganzen Daten kann man jetzt grafisch aufbereiten. Und zwar jetzt beispielsweise auf der X-Achse hier die Zeit. Dann kann man hier beispielsweise noch die Höhe auswählen. Dann entwickelt der das hier so, dass man das angucken kann. Und die Bereiche hier unten kann man auch noch hier so ein bisschen zusammenschieben und zusammenschneiden, dass das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Das mache ich jetzt einfach mal auf beiden Bereichen. So, und jetzt sieht man hier, dass der Ballon linear nahezu aufsteigt, bis zu 40.000 Meter Höhe knapp. Hier oben nimmt er ein bisschen zu, steigt ein bisschen schneller auf. Hier platzt der Ballon dann und der Fallschirm öffnet sich. Und die Sonde segelt erst relativ schnell zurück in Richtung Erde und bremst dann immer weiter ab aufgrund des zunehmenden atmosphärischen Drucks und Luftwiderstands. Und dieses Bild kann man jetzt beispielsweise für eine Präsentation einfach downloaden, kann man sich auch hier direkt anzeigen lassen, irgendwo einbauen. Und ja, was haben wir noch? Wir können jetzt beispielsweise auch einfach mal hier die Höhe auswählen und zum Beispiel, ich sag mal einfach den Druck. Genau, so. Hier sehen wir auf dem Y-Achsenabschnitt einmal den Druck. Wir starten bei 1 bar Umgebungsdruck, also hier bei uns auf der Erde, und sehen hier auf der X-Achse die Höhe, die abgetragen ist. Und da sieht man, dass der Luftdruck mit zunehmender Höhe immer weiter abnimmt. Und zwischen 28 und 36.000 Metern Höhe, ja, kann man wirklich eigentlich kaum noch hier einen Unterschied ausmachen. Also auch wirklich sehr, sehr interessant. Das Ganze kann man hier auch resetten, wenn man möchte. Und dann ist man wieder draußen und kann interessante Informationen aus diesem ganzen Tool herausziehen und wirklich Stunden damit verbringen, diese ganzen Daten zu analysieren und interpretieren.